Hallöchen und einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Willkommen zurück zum Let's Play Elex. Vorneweg sei gesagt, diese Aufnahme jetzt etwas früher entstanden als üblich. Es sind noch nicht alle Folgen der letzten Woche veröffentlicht. Das hat damit zu tun, dass am Samstag vor dieser Aufnahme der 12-Stunden-Stream stattgefunden haben wird. Und ich danach nicht fähig sein werde aufzunehmen. Von daher, pre-recorded, ich weiß noch nicht alles, was bei euch in den letzten Tagen angekommen ist. Aber nachdem keine großen Entscheidungen drinnen waren, sollte das kein Problem sein. Entsprechend wollen wir jetzt mal sehen, was aus unserem speziellen Freund geworden ist. Ah ja. Ja. Hast du gezählt? Ja. Ich sollte mich vielleicht vorher heilen. Heilung wäre anscheinend eine ganz gute Idee. Das ist Strahlungsresistenz, die wollen wir nicht verbrauchen. Haben wir den guten Esser-Perk eigentlich schon? Wieso ist Schwert überleben? Klar, ja, kleiner Moment. Guter Esser, nein, aber können wir freischalten. Sollten wir unbedingt machen. Blake ist also tot, ja. Das beruhigt mich jetzt kein Stück, wenn ich ehrlich bin. Okay, das heißt, wir gehen nur Blake einsammeln und schauen dann wieder ab. Was bist du denn? Schlechter Zeitpunkt. Ach, das ist unter der Bar. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Whoops. Rache ist Blutwurst, also. Die drei Rezepte sind ganz praktisch. Die können wir jetzt auch abbauen. Da würde ich sagen, teleportieren wir uns einfach hoch. Weil, warum nicht? Sich da hoch zu teleportieren, bringt auf jeden Fall weniger Ärger mit, als sich da jetzt irgendwie hoch zu kämpfen. Wer war hier Überlebenslehrer? Mad Bob. Verzeihung, Bob meinte ich natürlich. Natürlich nur Bob. Weiß nicht, was mir gerade so nebenbei einfällt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und einen Kommentar und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Aber das ist nur so ein Spaß am Rande.
wie eine Schrotflinte am Ende des Raumes. Was? Gut, Matt Bob, wir wollen gesunde Esser lernen. Da drüben. Wir wollen außerdem eine emotionslose, kalte Maschine werden, von daher passt das schon. Ich dachte gerade ganz kurz, Bob schwebt da oben und dann ist mir aufgefallen, das Objekt wird einfach noch nicht gerendert. Alles klar. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Gute Esser hier. Hier Trophäen brauchen wir noch Intelligenz und Geschicklichkeit, okay. 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. So. Wie gesagt, erstmal alles so grob auf 30 bringen. Die ersten Level gehen relativ zügig. Mit den meisten Sachen auf 30 können wir sehr viele Sachen lernen. Und vor allem sind damit alle Grundperks, die wir brauchen, wie eben zum Beispiel die Trophäenjagd und so weiter, abgedeckt. Von daher sollte das ganz gut sein. Wegen der Hauptmänner. Ich habe mich um Chloes ausstehende Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Aha. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Interessant. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Gern geschehen. Mit dir kann man gut zusammenarbeiten. Jemanden mit deiner Erfahrung und deinem Fingerspitzengefühl können wir hier im Lager wirklich gut gebrauchen. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Vielen Dank dafür. Das ist mir natürlich auch etwas wert. Jetzt, da die Kohle wieder fließt, brauche ich nicht mehr so knauserig zu sein. Aber gib nicht alles auf einmal aus. Das ist nett. Dankeschön. Ich möchte mich den Outlaws anschließen. Das freut mich zu hören. Aber glaub ja nicht, dass ich dich anders behandeln werde als die anderen. Nur weil du mir einen großen Gefallen erwiesen hast. Du wirst trotzdem mit dem untersten Rang bei uns anfangen. Und denk dran, diese Entscheidung ist endgültig. Einmal ein Outlaw, immer ein Outlaw. Verstanden? Ja. Ja, ich will mich euch anschließen. Alles klar. Dann haben wir jetzt ein paar Dinge zu klären. Also, du hast dich als würdig erwiesen, bei uns aufgenommen zu werden. Das ist eine Ehre für dich und ich hoffe, du weißt das auch zu schätzen. Ja. Doch muss ich dich warnen. Nur weil du unsere Klamotten und unsere Waffen tragen darfst, heißt das noch nicht, dass ich dir alles durchgehen lasse. Du handelst von jetzt an im Namen des Dukes. Also, komm bloß nicht auf die Idee, uns zu verarschen. Okay. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du mit den Berserkern paktierst, oder du mit den Klerikern... Naja, du verstehst schon, was ich meine. Wenn du also nicht im Sinne von... naja, gegen uns, gegen unsere Familie eben. Dann hast du die Konsequenzen, du weißt schon, dann wirst du sehen, was du davon hast. Ist das alles? Nein, natürlich nicht. Du hast selbstverständlich noch deine Pflichten hier zu erledigen. Das heißt, du hast gefälligst auch weiterhin dafür zu sorgen, dass hier alles in Schuss bleibt, klar? Dafür kriegst du aber auch unsere Ausrüstung und kannst den Kampf mit unseren Waffen lernen. Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt, oder? Klar. Also, erledige jetzt deinen Job und mach dich nützlich, Outlaw von Tavar. Okay. Ich will eine bessere Rüstung. Du hast doch gerade erst eine Läuferrüstung bekommen. Und du willst jetzt schon eine bessere? Du kriegst den Hals wohl nicht voll, was? Besser gepanzerte Rüstungen sind unseren Schlechtern und den Vollstreckern vorbehalten. Wenn du also eine bessere Rüstung haben willst, dann wirst du etwas dafür tun müssen. Und was genau muss ich machen?
Du musst beweisen, dass du dem Duke und seinen Hauptmännern den Rücken frei hältst, wenn es darauf ankommt. Jeder der drei Hauptmänner muss dir seine Zustimmung geben. Vorher passiert gar nichts. Also melde dich bei Mad Bob, Chloe und Blakes Nachfolger Crazy Red. Und wenn du ihre Stimmen hast, komm wieder zu mir. Dann sehen wir weiter. Gut. Meine sehr verehrten Damen, Herren und Wüstenratten, wir sind offiziell Outlaw. Das heißt, wir haben den Outlaw-Perk, der uns erlaubt, Stims ohne XP-Malus zu verwenden. Wer ist denn der Outlaw-Lehrer? Ist das William? Crazy Red ist auch einer. Wow. Okay, was sind die dringendsten Perks, die wir brauchen? Wir brauchen vom Handwerk... Chemie ist 25 Intelligenz. Bergbau muss nicht. Bücherwurm muss auch nicht. Praktiker. 50 Intelligenz. Das mit Erfahrung können wir jetzt schenken, weil wir sowieso Elix reinziehen werden. Aber 30 Intelligenz für den Gruppenbonus wäre, glaube ich, nicht so verkehrt, ne? Okay, wir brauchen aber auch für synthetischen Bonus wahrscheinlich. Schwierig. Okay, wir machen die 35 Intelligenz. Okay, wir leveln erstmal die 30 Intelligenz hoch können. Die brauchen wir auf jeden Fall. Weil 35 sind da Minimum. Da können wir mit dem nächsten Level up das Zeug für Tiertrophäen machen. Und jetzt holen wir uns bei ihm noch Geschicklichkeit. Den Injektor. Ich glaube, das ist okay. Kapazität wäre, glaube ich, auch ganz gut. Kapazität kostet 500. Und ja, wir brauchen hauptsächlich Stärke, Konzentration, Geschicklichkeit. Das dachte ich mir schon. Ein paar Sachen oder noch Intelligenz und so, das ist okay. Also wir haben uns auf jeden Fall Kapazität und Injektor, die kosten beide 500. Bring mir etwas bei. Na klar. Injektor. 45 Installation, Kapazität. Auch mehr Konzentration und Stärke drin. Passt perfekt. Gut. Das heißt aber auch, wir brauchen vielleicht gar keine Heiltränke dieses Mal. Wir brauchen vielleicht gar keine Chemie lernen. Weil, wenn Stims. Wenn Stims. Schnellere Reflexe, ja. Obwohl, ich lege die mal sicher jetzt aber auf einen anderen Slot. 8 war welcher Mausbutton? Der hier. Das ist der falsche. Okay, gut. Nein, war das okay. Oder brauche ich Chemie generell, um an Werkbänken Stims herstellen zu können?
Das sollten wir uns ansehen. Falls wir Chemie brauchen, sollten wir die auf jeden Fall auch noch priorisieren. Ich glaube, wir werden bei ihm alles verkaufen. Erstmal sympathisch. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Einfach nur wegen der Stimme. Der Stadtsauber kann weg. Energiespeicher können weg, Mana-Tränke können weg. Das Ding bei Tiertrophäen gerade ist halt. Ich möchte sie erstmal behalten, weil ich halt nicht weiß, wie viel wir tatsächlich noch brauchen werden später für. Ihr wisst schon. So, jetzt haben wir 400 Credits. Ja. Die Armbrust könnten wir verwenden. Für den Fernkampfwaffe wäre das, glaube ich, gar nicht so übel, ne? Harpune, wenn wir knapp dran, aber mit dem nächsten Level kriegen wir ja nicht. Schrotflinte. Das sind 7 Punkte each. Kriegen wir auch noch nicht hin. Ich nehme die Armbrust erstmal mit, warum nicht? Ich brauche Bolzen noch dafür. Kostet 625. Seerosen kann auf jeden Fall auch weg. Wiesenkraut auch. Ich frage mich halt tatsächlich, ob ich das Zeug irgendwie noch brauchen kann später oder ob das einfach alles weg kann. Es fehlt ein Credit dafür. Bolzen kostet 3, toll. Das ist nicht so gut. Ausgesperrt. Wir könnten noch besser erstmal machen, das ist eine gute Idee. Aber besser gibt ganz gute Erfahrung. Und vielleicht können wir auch ein paar Credits einstauben. Verzeihung, Splitter. Ich wünschte, mein Bruder könnte die Kuppel hier sehen. So große Konstrukte haben ihn schon immer interessiert. Interessant. Hopp, falsche Richtung. Hier lang. Wir haben halt nur 6 Schuss, aber das ist im ersten Moment jetzt erstmal nicht schlimm. Weil alles, was jetzt kommt, sollte eigentlich relativ friedlich ablaufen. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Oh, die Rattenhütte, ich hab's ganz vergessen. Okay, ich vergesse das Friedliche.